Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom 3. November, den Sonntag. Wir müssen eine Distanz schwimmen heute und da möchte ich euch unbedingt empfehlen, stärkt die Ausdauer vorher mit gelber Tonika, sonst schafft ihr das nicht ganz so aus dem Stand heraus. Langschnauzen Knochenhecht muss gefangen werden, einmal Showdown in einer Eliminierungsserie muss abgeschlossen werden, einmal Showdown nochmal, und zwar muss man da aus der Deckung töten, dreimal, und nochmal Showdown, und zwar aus der Hüfte muss getötet werden, einmal. Streifenhörnchen müssen gesammelt werden, zwei, und Tierzähne verkaufen, eine, und da ist natürlich der Alligator gefragt oder auch Puma. Und bei den rollenspezifischen Herausforderungen eine antike Schnapsflasche austrinken ist eigentlich easy. Und dann habe ich eine kleine Tour dabei für Familienerbstücke und für Pfeilspitzen. Diese vielen Showdown-Serien müssen wir ja auch noch machen heute. Und wer das unbedingt machen möchte, der kommt dann natürlich über diese Shootout-Serie rein. Da könnt ihr schnell beitreten in die Showdowns und zum Beispiel aus der Hüfte töten. Da lasst ihr dann das Zielen weg. Das passiert jetzt. Also da wurde ohne Zielen geschossen und dann ist das erledigt. Das ist hier aus der Deckung geschossen. Ob ihr das jetzt mit dem Zielfernrohr macht oder nicht, das überlasse ich jetzt mal euch. Aber einfach nur in Deckung gehen und aus der Deckung heraus Spieler abschießen. Für den Langschnauzen-Knochenhecht nehmt ihr am besten den Sumpfköder oder den Spezialsumpfköder. Und ich hatte heute das Glück, dass mein Lager direkt neben dem Fundort von Langschnauzen-Knochenhecht stand. Ihr seht da unten mein Lager und bei Lakai, und die zweite Location ist bei Lagras, und die dritte Location Langschnauzen-Knochenhecht ist hier bei diesem komischen Stiefelsee, und dann geht es hier noch bei Song Dennis weiter. Da unten könnt ihr den auch finden, und sechs Location Streifenhörnchen habe ich in der Playlist natürlich drin, und unsere Videos werden ja immer ab 7 Uhr schon abgefragt, und deswegen bin ich da ganz relaxed immer, wenn ich mit meinem Video erst heute um 10 komme, weil hatte schon mal jemand gefragt, warum machst du das jetzt mal um 12, mal um 11, und ich muss sagen, ich bin da ein ganz relaxter Typ, also ich sehe das nicht so eng und ich sehe da auch keinen Grund, mir irgendwelchen größeren Stress zu machen. Ich mache das halt locker so vor mich hin, hier antike Schnapsflasche, waren jetzt auf einmal zwei vorhanden im Inventar, und dann kann man natürlich mal eine aussaufen, aber zu den Zeiten, ich sehe das wirklich ganz locker, und ich kann euch auch sagen mal, warum ich das ganz locker sehe. Ihr habt ja bestimmt schon von vielen Leuten gehört, die so extreme Erfahrungen gemacht haben im Leben. Und sowas ist mir auch passiert. Also ich bin wirklich der coolste Typ auf der Welt, kann man sagen. Ich sehe das wirklich alles sehr, sehr locker. Und ich wollte es eigentlich jetzt gar nicht sagen, aber ich hatte mal Krebs und ich habe die Sache überlebt. Und es geht ja vielen Leuten so, die so extreme Erfahrungen gemacht haben und so am Rande des Todes gestanden haben, und nachher ist man eigentlich froh, dass man noch lebt, und viele ändern dann ihr Leben, werden Vegetarier oder sonst irgendwas und machen Sachen, die sie vorher nie gemacht hätten, und so ist das bei mir auch passiert. Ich sehe das alles locker und easy. Das Leben ist schön und es geht immer weiter, und wer sowas schon mal erlebt hat, der kann das bestimmt nachvollziehen, dass man sich da keine großen mehr Gedanken mehr macht um unwichtige Sachen. Also, wenn ich hier mein Video erst um 10 bringe oder um 11 oder um 12, dann ist das halt so, und ich mache mir da wirklich keinen Stress. Und ich mache das aus Spaß und Jux und Dollerei. Und das Team wird noch vergrößert, und in den nächsten 2 Jahren werden wir noch etliche Sachen dazu bringen. Zum Beispiel ist Streaming geplant, das mache aber nicht ich. Das überlasse ich jemand, der das gerne macht, der gerne sich vor die Kamera setzt, weil Streamen ohne Kamera, ohne Gesicht, finde ich nicht so schön, aber muss auch jeder selbst wissen, also überlasse ich auch jeden, wie er das macht und wie er das nicht macht. Jetzt haben wir hier den Puma, Chola Springs, da war ich heute noch extra wegen dem Puma-Reißzahn, und der wurde dann auch verkauft,
Aber jedenfalls, die nächsten zwei Jahre kommen noch viele, viele, viele Videos. Und jetzt haben wir bei 500 und bei 2800 Abonnenten. Und das ist eine schöne Sache und da freue ich mich. Und ich sag ciao.